Ich bin wach. Gleich Kaffee machen, Zähne waschen, die Sachen zusammenpacken und dann Wanderung Tag 2 Start kommt. Und die anderen sind auch schon wach. Moin, moin. Moin, guten Morgen. Hier, barfuß rumlaufen. Es ist richtig geil hier bei so einem Wald. Und guck mal. Weil hier, so bekommt man gesunde Füße. Und so sieht mein Schlafplatz aus für heute Nacht. Ich konnte die ganze Nacht hier dieses ganze Wald hier angucken. Und ja genau, hier hat Nico gepennt. Und da drüben Sascha. Ja. Aber mich nervt das mit den Akkus gerade. Die müssen erstmal aufgeladen werden, bevor man richtig starten tut. Ui! Die schwarze Radieschen, die wachsen schneller als mein Kopf. Das sieht gut aus. Und das heißt, das ist schwarz genug, damit ich hier das hier trinken kann. Die ehemaligen schwarze Radieschen, die schneller wachsen als mein Kopf, die nicht mehr so rumplatzen, die sind hier drin. Es ist fertig. Kann ich immer wieder empfehlen. Kaffee in der Natur zu saufen ist voll geil. Mein Stuhl ist ja durchgerissen. Das heißt, ich muss den hier zusammennähen. Ja, ja. Nähen kostet Zeit, aber muss gemacht werden. Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung, Heidschnuckenweg. Tag 2 Start kommt. Wir sind losgelaufen und uns haben zwei ältere Damen überholt gehabt. Die waren mit Rucksack und die waren, weiß nicht, die haben gesagt irgendwie so 80 oder so. Über 80, ne? Über 80. Auf jeden Fall top, Respekt. Was ich ganz lustig fand, die eine hat gesagt, dass die aus Garmisch-Partenkirchen kommen. Also genau in dieser Ortschaft, wo ich diese Alpenbergwanderung gestartet habe. Das war ein netter Zufall. Da haben wir uns auf jeden Fall ganz nett unterhalten. Und ja. Ich find das voll geil hier mit diesem Wald. Hier in Bremen und so weiter, da gibt es weit und breit überhaupt diesen so einen dichten Wald überhaupt gar nicht. Finde ich extrem schade. Und das erinnert mich auf jeden Fall an meine Heimat hier in Soltau. Weil da gibt es auch überall diese ganze Wald und sowas. Und da hinten ist eine Hütte. Guck mal, hier vorne ist eine nervige Landstraße. Wo die ganzen hier Autos und so weiter hier rumfahren. Und uns die ganze Zeit nerven und sowas. Und prüfen, wann der nächste Waldweg kommt. Damit wir da langlaufen können. Aber so eine Straße hat Vorteile. Man kommt sehr viel schneller voran mit diesen Wagen, unseren Wegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, gestern. Und zwar Flatti, der wollte zu Hause pennen. Ich habe ihm zwar angeboten gehabt, dass er, weil ich habe sowohl Tarp als auch mein Zelt dabei, also mein Wurfzelt. Ich hatte ihm angeboten gehabt, dass der immer ein Wurfzelt drin pennt. Aber er wollte unbedingt zu Hause pennen und von daher ist er vorgelaufen, ist dann nach Hause gefahren und hat dann zu Hause dann irgendwann gepennt. Ich glaube gegen Mitternacht oder so ist er angekommen, ich weiß nicht mehr. Ja, und Flatti hat gestern gesagt, dass der nachher nochmal vorbeikommen möchte, also mitkommen möchte. Prüfen, wann wir uns heute wieder Flatti angucken können. Das wird cool. Dieser Straßenweg, der war nur ganz kurz gewesen. Vielleicht 100 Meter oder so. Wir sind jetzt hier in so einem Waldweg schon wieder drin. Und jetzt weiter zu gelaufen bis nach da ganz hinten irgendwo hin.
Ich habe gerade gasförmig Analabfall gemacht. Ja, endlich am Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich meinen nervigen Müllsack hier reinschmeißen. Scheiße. Ich habe hier Solarpanel angemacht. Aber wir haben viel zu beschissenes Wetter. Da kommt kein D3-Schepperung runter. Also ungenügend, damit das Ganze hier aufgeladen wird. Hoffentlich kommt später voll cool Wetter von da oben. So mit blauer Himmel und sowas. Warte, guck mal, wir haben da ganz hinten, da ist eine Bank und Tisch. Da werden wir gleich eine Runde was zum Essen machen. Wir sind jetzt gerade hier, wo dieser Tisch ist und wir machen hier was zum Essen. Und ich mache für mich hier Schweinegulasch. Jetzt warten, bis das hier fertig ist, bis da ein paar Blasen kommen und warm und sowas. Und warten. Und der muss auch noch warten, bis das hier ein bisschen kühler wird zum Trinken. Sonst brennt meine Zunge. Sonst kommen ganz viele Blasen auf den Lippen. Langsam Blasen kommen. Das bewegt sich. Und mir fällt auf, dass dieses Mal das unten nicht festgebraten ist. Was ich sehr toll finde. Ich hatte mich ja ein paar Mal beschwert gehabt, dass es unten so scheiße angebraten war. Und ich hatte mal Kommentare gelesen gehabt, dass ich da Wasser drüber machen sollte. Und bei der Wanderung, wo ich bis zur Niederlande mit meinem Bruder gelaufen bin, bei dieser 68 Kilometer Wanderung, also von Leer bis zur niederländischen Grenze, da habe ich Wasser direkt aufs Essen drüber gekippt, was voll scheiße war, weil die ganze Soße dann runtergekippt ist auf meinen Schlafplatz, wo ich mich drauflegen wollte. Das musste ich dann mühselig mit diesen räudigen Taschentücher aufwischen. Aber eben gerade kam ich auf die Idee, vielleicht meinten die Zuschauer das, dass ich Spiritus mit Wasser vermischen sollte, und das habe ich dieses Mal getan. Ich habe da in diesen Spiritus ein bisschen Wasser reingetan, damit diese Flamme nicht zu hart wird, also nicht so viel Stärke hat. Also schwach genug ist, dass das hier sich nicht anbrennt. Und das klappt ganz gut, finde ich gut. Meine Gehirnzellen haben das geschafft, irgendwie das zu erdenken, dass das vielleicht so gemeint wurde. Aber ja, cool, jetzt ist Fressen fertig. Jetzt kann ich das abnehmen. Und jetzt wird gefressen. Es regnet langsam. Also wir sehen da drüben die Tropfen. Also gut, hier ist man wegen diesen naturfarbenen Baum hier geschützt. Aber also wir kriegen gerade nichts ab. Trotzdem, das ist voll scheiße mit diesem Regen. Ich habe keinen Bock, gleich meinen gelben Sack anziehen zu müssen. Wir wollten gerade los und Nico hat hier seinen blauen Sack hier angezogen. Und genau in diesem Moment, wo er seinen blauen Sack da angezogen hat, den er von Sascha bekommen hat, ist dieser Regen verschwunden. Diese ganzen Flüssigkeiten, die von oben runtertropfen. Ja, jetzt muss ich erstmal einen Wagen nochmal zu 100% zusammenpacken und dann können wir weiter zugelaufen. So, jetzt weiterlaufen. Start kommt. Vielleicht könnte das irgendwie ein Thumbnail werden oder so. Also mal gucken. So ungefähr.
Stroh mit Scheiße gemischt. Das wollte ich euch gezeigt haben. Das war ganz wichtig gewesen. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Guck mal, wir haben hier einen Hof gefunden. Mit, hier voll Altlock. Hat irgendwelche, was ist das? Wein, genau, aufgespaltene Weinfässer. Oder keine Ahnung, ob dort vielleicht Bier gelagert gewesen war. Weil wenn hier Bier drin war, dann sind das richtig tolle Dinger. So ein voll Alt-LKW, Traktorenanhänger, Pferdetransportanhänger, noch mehr diese Bierfässer, noch mehr Traktorenanhänger, hier andere Fässer aus Metall dran, noch ein Bierfass, auch so ein voll Alt-Truck, noch mehr Pferdetransportanhänger, Bänke, Angelhaken für Vollfettfische, Pferdekutschen mit der voll Alt-Traktor. Hier vorne sind ganz viele diese voll Alt-Sachen. Voll Alt-Lok gefunden. Anhänger mit verrosteten Rädern dran. Und hier vorne ist auch eine voll Alt-Lok. Diese urinfarbige Maschine hat auch ganz viel Alt dran. Voll Alt-Boot. Das hier, das ist ein voll Alt-Schiff. Ein Weg mit Matsch dran. Ja, hier vorne liegt ein Baum im Weg. Das heißt, wir müssen erstmal das hier rübertragen. Ja, wir haben rüber gemacht. Und jetzt weiter zu gelaufen. Wir laufen jetzt die ganze Zeit hier an dieser nervigen Autobahn hier dran vorbei. Also da wo die ganzen LKWs und Autos und sonstige Fahrzeuge rumfahren. Und hier diese ganzen Abgasen machen. Und Geräusche und sowas. guck mal. Da drüben, da ist eine Kieskuhle. Und weil Nico so groß ist, wird er mal eine Kamera dort reinhalten, damit ihr angucken könnt, wie das da oben da drin aussieht in dieser Kieskuhle. Wir haben euch gezeigt, wie dieser Kieskuhleninnere aussieht. Wir sind gerade auf der Autobahnbrücke drauf. Aber hier diese ganz vielen Autos und LKWs und noch mehr Fahrzeuge hier dran durchfahren. Die machen diese ganz vielen Abgasen und sowas. Ich habe vorhin auch Abgasen gemacht. So, das hier, das ist mein letztes Bier, was ich in meinem Wagen drin habe. Gleich sind wir in einer Ortschaft drin. Keine Ahnung, ob diese Ortschaft Biergeschäfte hat, aber falls nicht, dann egal. Aber Buchholz, wo auf jeden Fall Biergeschäfte da sind, das ist ungefähr vielleicht 10 Kilometer von hier entfernt. Das heißt, wenn wir in Buchholz angekommen sind, dann Bier kaufen gehen. Aber jetzt erstmal das hier aufmachen. Gib Wurst. Guck mal, dieser grüne Waldstück hier vorne. Der sieht voll moosig aus. Der sieht voll cool aus und so weiter, aber diesen ganzen Moos und sowas. Wir haben Steinbeck erreicht. Guck mal, da hinten, da drüben, dieser Ortsschild, da steht Buchholz drauf. Stadt Buchholz. Hier gibt's bestimmt Biergeschäfte und Dönerläden und so weiter. Da wird wir gleich hier Döner und Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen können. Da freuen wir uns drauf. Und Flatti werden wir gleich da auch treffen, hier in Buchholz. Richtig. Wir sind gleich hier in dieser Innenstadt oder so. Und wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach einem Dönerladen zum Dönerfressen. Und das nieselt hier rum. Hier, guck mal. Vielleicht ist da drüben ein Dönerladen. Das ist cool. Das heißt, wir können gleich Döner fressen. Richtig geil. Nee.
Es ist diese scheiß Ampelrot. Das ist scheiße. Das gefällt mir nicht. Ich werde da drüben... Ach, egal. Es nieselt rum. Jetzt warten, bis gleich da drüben grün ist. Ja, das hier hinter uns, das ist kein Dönerladen, sondern das ist ein Italiener, glaube ich. Und da gibt es leider keinen Döner. Und deswegen, Nico hat sich Pizza bestellt. Ich habe mir ein Baguette bestellt. Und was Sascha sich bestellt hat, habe ich keine Ahnung. Aber genau das essen wir gleich. Chicken Burger. Chicken Burger. Ja. Vielleicht wird mein Essen fertig gemacht. Und dann hole ich das raus. Und der Flatti kommt gleich. Der kommt gleich hierher. Essen ist fertig. Und guck mal, das hier, das hat Sascha bestellt. Und hier, das habe ich bestellt. Das ist Baguette mit Hähnchenfleisch drin. Und jetzt? Und jetzt fressen Start kommt. Ja, das hat auf jeden Fall schon was. Nee. Flatti ist angekommen. Hallo. Ja, ich war eben gerade bei der Tankstelle gewesen, weil ich musste die zuscheißen, das war wichtig. Und ich habe mir danach, darauf folgend, einen Kaffee gegönnt. Das ist so ein richtiger Vollfettkaffee. Und wir laufen jetzt zu Famila, oder wie das heißt, um dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Aber jetzt ist die ganze Zeit so ein richtig dreckiger, widerlicher Wetter mit ganz viel Nieselregen und sowas. So ein richtiger, ekliger Nasswetter. Da laufen wir jetzt dadurch. Wegen diesem ganzen Scheißregen, was hier runterfällt auf unseren Kopf, haben wir jetzt da hier Müllsäcke angezogen. Ich habe jetzt meinen gelben Sack an. Und jetzt weiter zu gelaufen bis nach Famila. Die ganze Zeit nur am Regnen und so weiter. Wir laufen so richtig befeuchtet zu diesem Famila. Und bis Famila dauert noch so ein bisschen. Das nervt uns. Und es soll wahrscheinlich bis nachts durchregnen. Das ist voll scheiße. Das gefällt uns nicht. Wir haben Famila gefunden. Das ist ein Biergeschäft. Das heißt, wir werden dort Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Ich bin gerade einkaufen gegangen. Die anderen sind noch drin. Flatti, der steht da drüben. Der ist nicht reingegangen, weil er brauchte nichts. Und genau, da winkt er uns zu. Und hier, ich habe das hier gekauft. 2 Sechserträger Hasseröder. Weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich heute mehr Bock auf Hasseröder. Als auf Wickhüter. Aber da gab es nur 2 Träger Hasseröder. Und deswegen habe ich, ich denke mal eher für morgen, nochmal 6 Flaschen Wickhüter gekauft. Eine Pepsi. Ich habe Pepsi schon seit sehr, sehr, sehr lange Zeit nicht mehr getrunken. Und ich wollte prüfen, wie der Geschmack ist heutzutage. Habe ich Bock drauf irgendwie. Und hier, so ein Tee. Ich habe so einen Tee. Kari-Tee mit Schwarztee und Zitrone drin. Habe ich noch nie probiert, wollte ich auch mal probieren. Deswegen habe ich mir das auch geholt. Ja. Ich werde jetzt diesen Tee hier probieren. Diesen gekühlten. Riecht schon interessant. Schulz. Das war mein Konter. Schulz. Ich finde,
finde, dieser Tee, der schmeckt irgendwie wie so ein echter Schwarztee mit Zitrone drin. Bloß gemischt mit Eistee. Bloß kalt. So schmeckt der. Und jetzt einmal hier Pepsi probieren. Das ist sogar kalte Pepsi. Ja, schmeckt irgendwie so, wie ich das in Erinnerung habe. Finde ich voll cool, ich mag das. Aber jetzt werde ich dieses ganze Bier und so weiter in meinen Wagen reinstopfen. Ja, hier. Wir haben alles eingepackt und jetzt weiter zu gelaufen. Der Regen, der nervt und macht müde, der demotiviert voll. Ist nasse. Das streckt irgendwie voll an. Aber scheiße, diese Tasche hier, dieser Reißverschluss ist komplett kaputt. Das heißt, meine ganzen Sachen könnten hier rausfallen. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil das hier der billigste Tracking-Rucksack in dieser Größe von ganz Amazon ist. Deswegen ist das hier passiert. Und ich dachte mir, ich werde das jetzt mit Kabelbinder hier zumachen. Dass ich hier so ein paar Löcher reinschneide und das mit Kabelbinder dann hier zusammen mache. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Ich hab jetzt diese kaputte Stelle, diese aufgerissene, mit Kabelbinder festgemacht. Und hier, ich habe diese nervige Kopflampe angemacht. Weil hier zum Weg beleuchten, damit ich uns diesen Weg hier beleuchten kann. Und der, oh Scheiße, meine Filmleuchte, die ist leider leer gegangen. Die funktioniert gerade nicht. Das heißt, ich muss die später aufladen. Das ist fast scheiße, ich mag das nicht. Guck mal, wir haben heute 24,3 Kilometer gelaufen. Und oh Scheiße, guckt euch mal an, was für einen Weg wir gelaufen sind. Wir sind hier runtergelaufen, bis zum diesen Italiener war das. Und dann waren wir die ganze Zeit auf der Suche nach einem Einkaufsladen, nach einem Biergeschäft und so weiter. Und wir haben nur Vermieter gefunden auf Google. Und wir sind bis da ganz oben hochgelaufen, um zu diesen Vermieter zu laufen. Und jetzt müssen wir den gesamten Weg wieder runterlaufen und von da, wo dieser Zipfel ist, da den Heizstuckenweg fortsetzen. Oh Scheiße, guck mal, da drüben ist eine Shell-Tankstelle und ich wollte diese Toilette benutzen gehen und die haben mich nicht gelassen. Angeblich sollte diese Toilette schon geschlossen sein. Und das ist voll scheiße, das heißt, ich muss woanders irgendwie auf Toilette gehen. Leute, wir sind den ganzen Weg wieder zurückgelaufen oder fast den gesamten. Und wir sind den ganzen Weg zu Famila umsonst hingelaufen, weil hier in der Innenstadt, hier ist ein Famila. Wir hätten hier einkaufen gehen können. Und weil wir nicht wussten, dass hier in der Innenstadt doch ein Famila ist, oder überhaupt so ein Einkaufsladen, haben wir diesen ganzen Umweg theoretisch umsonst gelaufen. Richtig ekelhaft. Aber jetzt laufen wir erstmal zum Bahnhof. Wir sind jetzt am Bahnhof und hier ist ein Fahrstuhl und das riecht nach Urin. So, hier, wir sind jetzt gerade hier in diesem Bahnhof in Buchholz und leider muss Sascha aus privatbedingten Gründen zurückfahren, sehr leider. Uns hat das auf jeden Fall enorm gefreut, dass du mit dabei warst, war eine coole Tour gewesen. Hat echt Spaß gemacht und Natururin ist voll korrekt drauf, muss ich sagen, Herzensmensch. Dankeschön. Ne? Jetzt Nico auch. Also echt klasse. Echt klasse, Leute.
Super YouTuber. War coole ja. Tour gewesen. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja. Und der Flatti, der den treffen wir morgen nochmal. Der fährt auch mit dem Zug zurück. Der möchte nur nicht draußen pennen. Das stimmt. Also bis vielleicht morgen, wenn es wieder heißt, warte noch. Hier Leute, ich habe Schmerzen gerade im Fuß, also richtig hier im Knöchel. Und wir haben noch ein kleines Stück vor uns, deswegen versuche ich jetzt einfach so ein Bier zu trinken, um vielleicht die Schmerzen zu lindern. Das wäre nämlich gut. Und wenn wir dann Platz haben, schlafen wir auch aus und dann morgen geht's dann weiter. Ich würde mal sagen, geprost. Das ist Nikos erster Bier in der gesamten Tour. Richtig. Geprost. So, wir sind jetzt auf der Suche nach Heidschnuckenweg. Etappe 2. Das sollte, glaube ich, hier in der Nähe starten. Und den suchen wir jetzt. Und wenn wir das gefunden haben, dann werden wir dort reinlaufen. Und wenn wir da reingelaufen sind, dann ein bisschen ein Stück weiterlaufen, sodass wir im Wald drin sind. Und wenn wir im Wald drin sind, dann nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Prüfen, wie viele Kilometer es noch werden. Wir haben jetzt gerade, weiß ich nicht, ich glaube 27,5 oder so gemacht. Heute, bisher. Könnte gut sein, dass wir die 30 heute noch erreichen. Ich habe gerade meine Firmenleuchte aufgeladen. Jetzt geht die wieder endlich. Da ist wieder Strom drauf. Ich kann mich wieder in die Fresse leuchten. Das ist voll geil. Aber meine Kamera ist fast leer. Ich muss die jetzt laden. Das nervt mich. Aber guck mal. Wir haben den Heidschnuckenweg noch nicht gefunden. Weil mein Internet ist voll scheiße. Ich habe so einen richtig billigen Internet-Tarif auf dem Handy. Also, dass ich noch nicht mal die Map richtig aufrufen konnte. Und wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach diesem Heidschnuckenweg. Und es ist die ganze Zeit dunkel geworden und Nico, sein Fuß, der tut weh. Ja. Sein Knöchel oder was das sein Knöchel, soll. Knöchel, ja, richtig. Das ist scheiße. Das nervt uns. Ne? Das heißt, wir müssen gleich einen Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Und ein älterer Mann, der kam hier vorbei, der sich irgendwie hier auskennen sollte, der hatte uns den Tipp gegeben. Der wusste jetzt nicht zu 100%, wo der Heidschnuckenweg direkt lang führt. Aber der hat uns den ungefähren Weg gesagt, wo wir vielleicht morgen wieder das finden könnten. Und wir müssen nach Richtung nach da lang. Nach da lang könnte es irgendwie dahin hinführen, wo wir den Heidschnuckenweg treffen könnten. Und da hinten sollte auch so ein bisschen Wald sein, wo wir unseren Wildcamp-Zeltplatz suchen finden können. Cool, oder? So. Wir haben hier ein Waldstück gefunden. Ja. Puh. Und hier ist so ein geeigneter Wildcamp-Zeltplatz. Hier werden wir jetzt Tarp und Zelt aufstellen. Gut, dass ich dieses Mal beides dabei habe. Richtig, weiß ich. Nico. Der hat letzte Nacht, Sascha hat zwei Zelte dabei gehabt. Und der hat in einem von Saschas Zelte gepennt, weil Nico hat kein Zelt. Aber ich habe sowohl Wurfzelt als auch Tarp dabei. Das heißt, ich werde heute Nacht schon wieder in Tarp pennen. Und Nico wird heute in mein Zelt drin pennen, in mein Wurfzelt. It's Nico baut zum allerersten Mal mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt auf. Geil. Jetzt Nico hat zum ersten Mal mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufgebaut. So, und ich muss jetzt mit ganz viel Mühen mein Tarp aufbauen. Ich muss erstmal gleich so einen verschimmelten Stock suchen gehen. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Tarp aufgebaut. Wieder gleiche Aufbauvariation wie in der letzten Nacht. Und guck mal, ich habe hier einen ganz morschen, verschimmelten Stock mit ganz viel Pilzen dran genommen.
Den habe ich dann hier mit meinem Seil hier abgespannt. Und dieser Boden, das ist so ein richtiger Moosboden. Das heißt, es könnte ganz schnell passieren, dass der Hering rausfliegt. Weil das ist ein lockerer Moosboden. Und ich bin sehr oder weil dieser Stock hier ganz viele Pilze dran hat. Also ganz viele Pilze haben das hier gefressen. Das heißt, es könnte gut sein, dass der hier abbricht. Und wenn er dann abgebrochen ist, dann fliegt er mir hier auf meinen Kopf drauf. Und wenn das passiert, dann bin ich sehr gespannt drauf, wie viele Gehirnzellen von mir raushüpfen dann. Und darauf, dass ich dann so gespannt drauf bin, wie viele Gehirnzellen dann raushüpfen könnten, wenn, falls das hier abbrechen würde, werden wir ein voraussichtlich letztes Bier für heute trinken. Geprost. Geprost. Vor allen Dingen jetzt mein Knöchel, ich merke ja. Das gerade so, wenn ich den bewege so, dann das zerrt richtig, also der Knöchel. Das ist scheiße, musst du Pause machen. Ja, deswegen gleich Zähne putzen oder Zähne waschen, am Sack waschen noch und dann was essen, also vor Zähne waschen was essen und dann Zähne waschen und dann vielleicht schlafen oder so. Jo. Weil wir sind heute 12 Stunden oder länger 12 Stunden schon unterwegs. Eigentlich normal. 1:03, 13 Stunden. Wir sind heute 13 Stunden unterwegs. Eigentlich war geplant bis dunkel halt, aber ja, ihr seht ja. Wegen Regen, wegen Google Maps. Also Google Maps hat es auch ein bisschen versaut mit Famila. Eigentlich wäre Famila direkt am Heinz-Schnucken-Weg. Aber wir wussten das nicht, weil Google Maps gesagt hat, ja, Famila ist ganz da hinten so. Was soll man machen? Passiert halt. Ja, selbstverständlich, so muss das passieren. Extra, damit wir noch mehr Kilometer machen. Kennt ihr diese Geräusche? Das hört sich an wie so eine Eule, oder wie das heißt. Hört ihr das? Ich mach mal laut. Diese ganzen Kieselsteine, die dressen die ganze Zeit in meinen Hacken rein. Durch meinen beschädigten Schuh, wo Löcher drin sind. Keine Ahnung, wenn so eine Spitze oder so hier dann direkt reingeht, über den Fuß rein, das ist voll unangenehm beim Laufen.